schreiben das Jahr 2012 und endlich geht sie online, die Titus Linde Sims Talk Show. Und was erwartet euch? Eine Menge interessante Gäste, die wir im Laufe des Abends vorstellen werden. Musikalisch führt Black Diavolo durch die Sendung und gleich an dieser Stelle ein riesen Dankeschön für seine Musik. Oh Mann! Wie konnte ich mich von so einem kontrollieren lassen? Diese Schande bleibt für immer. Nein, wir spielen im Uhrzeigersinn. Gegen den Uhrzeigersinn. Das hier war deine Idee, also bist du dran. Ja, weißt du, ich will nicht mehr spielen. Ihr alle spielt mit oder ihr geht nach Hause, klar? Okay, alles gut, alles aufgewärmt. Lass uns anfangen. Ich hole aus und... Wow, okay, wow. Das hat mich kalt erwischt. Himmel nochmal, mir geht's gut. Alles bestens. Was heißt hier? Das hört sich aber nicht so an. Oh Mann. Die unverwechselbare Stimme der Let's Player, der Rapper, Saoru. Herzlich willkommen! Wann hast du eigentlich mit dem Dubben angefangen? Und wie kommt man überhaupt auf sowas? Ich habe mit dem Dubben angefangen vor 3 Jahren. Und bin durch eine Dubberin da drauf gekommen. Oder durch eine... Ja, durch einen Dub einer Dubberin, der mir gefallen hat. Und da wollte ich das auch machen. Und zwar war das Angelus Dubs. Auf YouTube heißt der Channel, glaube ich, auch so. Früher hieß sie noch anders. Da hieß sie noch Angelus Productions oder so. Und dann habe ich ungefähr mit 30 Abonnenten Bloody kennengelernt. Das ist auch ein Dubber. Und mit denen... bis vor einer Zeit eigentlich, mich so weit hochgearbeitet, wie ich jetzt bin. Alles hat mit einem Let's Play-Channel angefangen. Inzwischen kann man dich sogar auf YouTube rappen hören. Gab's dazu einen Anlass und wirst du das weiter ausbauen? Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Weil... Also ich habe schon öfter mal so Phasen gehabt, wo ich mir dachte... Ich finde das ganz lustig, das anzuhören, weil das waren dann halt nur so diese typischen Ich f*** deine Mutter Sachen und so. Und ich habe mir das dann weiter angehört und habe bemerkt, dass ich das eigentlich, oder mir haben Leute gesagt, dass ich das eigentlich kann und dass ich das weiter probieren soll. Und ja, dann so ist das passiert. Auch die nächste Stimme wird vielen bekannt vorkommen. Hier ist unsere kurze Vorstellung für den nächsten Gast. Er wird sicherlich Akane nehmen. Genau, das glaube ich auch. Wieso denn ich? Soll das ein Witz sein? Warum sollte ausgerechnet ich? Du sagst doch immer, du kannst Jungs nicht ausstehen, oder? Dann wärst du ja mit ihm bestens bedient. Zur Hälfte ist er ja ein Mädchen. Abschied. Immer wieder Abschied. Freiwillig. Unfreiwillig. Alte Fabrik, Session und? Also, mehr sage ich da jetzt nicht dazu. Oh, ja! Emotional, selbstbewusst und ein riesengroßer Korea-Fan. Kaya X Ninashi. Herzlich willkommen bei Sims Talk. Du machst Lesungen, du dubst und du singst. Hast du noch mehr Hobbys in dieser Richtung? Und in welchem Alter hast du damit angefangen? Also, ich mache neben den ganzen Fanreads und so Sachen, mache ich noch Fanvideos auf meinem anderen Channel. Das sind eigentlich wie Musikvideos, wo du das Lied hast und den Beat und darauf irgendwelche Bilder oder Clips zusammenschneidest. Und das mache ich je nach Lust und Laune und wenn ich Spaß oder Zeit habe, mache ich das manchmal. Und angefangen habe ich mit meiner Freundin, Sayuri23, zusammen vor 2 Jahren. Und
Ich weiß nicht, wenn man das so hört, ich hab jetzt 2 Jahre, dann klingt das nicht nach so viel, aber ich finde, das ist schon ein ziemlich langer Prozess gewesen bis dahin und der Anfang. Es sind knapp 2 Jahre und schon eine lange Zeit. Eine deiner ganz großen Leidenschaften scheint Korea zu sein. Warum gerade Korea und was fasziniert dich so daran? Oh, ja, also, das weiß ich eigentlich manchmal selber nicht so genau. Also, ich finde einfach die Kultur und das Land an sich, ich finde es einfach, das ist so anders, aber trotzdem voll ähnlich wie hier. Und die Leute haben auch eine richtig coole Mentalität und ich liebe einfach alles und ich liebe die Sprache. Ich finde die Sprache so toll, ich finde Hangul schreiben so schön, ich finde die Schrift auch voll schön. Koreanische Boygroups werden hierzulande immer beliebter. Ich hoffe, dich stört der Begriff Boygroup nicht. Hast du eine Lieblingsgruppe oder sind es mehrere? Also erstens, mich stört der Begriff Boygroup nicht, weil eigentlich ist es ja nichts anderes. Und ja, jeder, der mich kennt, wird wissen, dass ich total Shiny-obsessed bin. Shiny, 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 ich liebe Shiny. Also, Shiny ist meine absolute Lieblingsband und ich liebe Ki und Shiny und ich kann nur ausrasten, wenn ich daran denke. Du hast einmal erwähnt, dass du schon etwas Koreanisch sprechen kannst. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Wo lernt man sowas und würdest du für uns vielleicht einen koreanischen Satz sprechen und übersetzen? Also, so richtig sprechen kann ich nicht. Ich kann nur so ein paar Sätzchen. Und, naja, es geht. Das koreanische Alphabet ist eigentlich relativ einfach. Nur mit der Aussprache hapert es noch ein bisschen und ich muss es mir selber beibringen. Irgendwann mal werde ich das wahrscheinlich im Kurs machen. Ich werde noch danach suchen. Und ja, jetzt kommt ein Satz. Yoboseyo, nai nun kaiex nashi hago amatikaya. Krom, otoke jimnae shimnika? Jai jimnaimnida. Tugie saramimnida. Jiwane kamsudilimnida. Fighting! Annyeong, sarange. Okay, also ich habe gerade höflich gesagt Hallo. Ich bin kaiex nashi oder amatikaya. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Ich bin Deutsche und vielen Dank für die Unterstützung. Fighting und dann tschüss und ich liebe euch. Jetzt aber zu unserem nächsten Gast. Und wer diese Stimme nicht kennt, der kennt unseren Channel nicht. Sehen Sie jetzt bei Kirby News. Hey Ian, so wollen wir irgendwas Verrücktes anstellen? Aufnehmen und sofort wieder als Stern auskacken kann. Außerdem ist Mario schwul. Schön, ich habe auch allein Spaß. Oh, hey, das war beleidigend. Ja, was soll der Scheiß, Mann? Hey, war doch nur ein Witz, Mann. Ja, Mann, rassistischer. Oh, das Pferd mit der langen Fresse hat einen rassistischen Witz gemacht, eh? Ist was anderes. Oh ja, inwiefern anders? Hi, ich bin Sonic. Sonic the Hedgehog. Nicht schon wieder dieser nervtötende Igel. Angriff! Medizintechnik Buckley und Co. Skylar Thompson, guten Tag. Skylar, du musst sofort kommen. Alice? Alice, wo bist du? 2 Straßen weiter, im Obergeschoss von Hand M. Skylar, so hilf mir doch! Die Stimme mit den vielen Gesichtern und trotzdem unverwechselbar. Chilko 89. Herzlich willkommen bei Sims Talk. Chilko 89 verbinden viele sofort Sonic the Hedgehog. Wie bist du eigentlich drauf gekommen, Sonic deine Stimme zu geben? Das ist leicht. Ich kenne Sonic schon, seit ich ein Winzling war. Früher habe ich die Spiele gespielt. Ich glaube, das war zur Kindergartenzeit. Da hatte jemand so ein altes Sega-Teil. Und da haben wir das immer gespielt. Dann gab es damals, glaube ich, eine Serie, auf RTL 2 muss es gewesen sein, und das hat mich halt damals tierisch beeindruckt, weil er so schnell war und
pipapo. Auf jeden Fall hat er mich ziemlich beeindruckt und irgendwann zu meiner Schulzeit bin ich dann wieder drauf gekommen, da gab es Sonic 3 und Knuckles für den PC. Das haben wir irgendwie aufgegriffen und ich habe das, ich glaube, jahrelang gezockt. Einfach nur dieses Spiel. Wenn es mir schlecht ging, habe ich dieses Spiel genommen und habe es gespielt. Heute kann ich das noch in- und auswendig. Ich habe das mal mit Shadow gespielt und wir waren innerhalb von, ich weiß nicht, 2 oder 3 Stunden durch das komplette Spiel durch mit allen Emeralds und was weiß ich. Das war ziemlich cool. Und ja, so hat das angefangen. Und irgendwann, ich glaube, das war zu der Zeit, als Sonic Heroes rauskam, sind Shadow und ich auf die Idee gekommen, einfach mal ein paar Szenen zu synchronisieren, weil es die nie auf Deutsch gab. Ja, und so hat das angefangen. Bist du eigentlich schon mal auf einer Bühne gestanden? Und könntest du es dir vorstellen, Theater zu spielen? Oder als Filmschauspieler zu arbeiten? Nö, bin ich nie. Als Filmschauspieler wäre das eine ganz schön coole Sache, aber Theater wäre nicht so mein Ding. Ich bleib lieber hinterm Mikrofon, da gefällt es mir noch am besten. Und wie sieht das jetzt mit Synchronsprecher aus? Wäre das ein Beruf für dich? Und bei euch? Klar, wäre eine verdammt coole Sache, aber mal sehen, was die Zukunft bringt. Von nichts kommt nichts und mal schauen, vielleicht wird's was, vielleicht nicht. Wäre aber echt verdammt cool. Ja, das, also nicht direkt synchron sprechen, ich will eigentlich nur sprechen. Also nicht unbedingt nur synchron, meine ich jetzt damit. Meinetwegen auch Hörspiel, die ganze Palette eben. Und ja. Klar, auf jeden Fall. Das wäre Hammer. Vor allem gerade diese Hörbücher-Sache. Ich habe als kleines Kind immer Hörbücher gehört, vor allem Rufus Beck, Harry Potter. Ich liebe dieses Hobby auch. Und wenn ich das als Beruf machen könnte, das wäre natürlich Hammer. Das ist ganz klar. Für unseren nächsten Gast wird es gleich eine Live-Schaltung geben. Aber zuerst ein kleiner Einblick in seine Arbeit. Ich hoffe, dass wir eine störungsfreie Leitung haben werden und begrüße nun Pilar Lucas Sai. In welchem Alter hast du angefangen, die Sims zu spielen? Und wie kommt man gerade auf die Sims? Ich war ungefähr 10, als ich angefangen habe zu spielen. Viele meiner Freunde hatten Sims und die haben mich ihre Häuser bauen lassen. Das hat mir dann irgendwann nicht mehr gereicht und dann habe ich mir das Spiel selber gekauft. Was braucht man deiner Meinung nach dazu, um interessante und sehenswerte Videos zu machen? Das ist eine schwierige Frage, denn Geschmäcker sind verschieden. Jeder hat einen anderen Geschmack, jeder hat andere Erwartungen. Manche bekommen einfach viele Views, weil die Videos zum Beispiel effektüberladen sind oder weil die sie hochladen, nett sind und mit allen schreiben. Ich mag es, wenn der Name der Serie oder des Films neugierig machen und die Handlung nicht total kindisch und unreif ist. Und No-Gos sind natürlich auch Sprechblasen, der Kristall und schlampige Drehorte. Man braucht, finde ich, einfach eine Mischung aus interessanten Charakteren, passenden Kulissen und einer halbwegs vernünftigen Story. Pila, einer deiner ganz großen Stärken ist das Bauen von Häusern. Ich habe das ja schon selbst miterlebt. Man nennt dir einen Baustil, ein Raumprogramm und wenige Stunden später ist das Haus fertig. Wie schaffst du das nur? Hast du damit auch beruflich oder schulisch zu tun? Also ich kann auch nicht genau sagen, wie ich das schaffe. Es ist nicht so, dass ich die Häuser jetzt großartig plane. Ich baue einfach mal drauf los und gucke zu, wie alles entsteht. Beruflich habe ich noch nichts damit zu tun, aber ich gehe bald auf eine Universität hier und dort werde ich Architektur studieren.
dein Stil? Beschreib ihn uns doch einfach. Als einen eigenen Stil würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, sondern eher als eine Mischung aus vielen verschiedenen Stilen. Mein Hauptstil ist natürlich das Neokoloniale und natürlich Palladianismus. Bei mir muss das einfach alles groß und offen sein und auch klare Linien sind mir ganz, ganz wichtig. Ich versuche alles irgendwie in einem klassischen Stil zu machen, aber ohne dass es zu schnörkelig oder zu kitschig wird, sondern dass es trotzdem noch zeitgemäß aussieht. Aber festgelegt habe ich mich jetzt nicht. Man kennt nur diese kolonialen Sachen von mir, aber ich baue natürlich auch gerne im gotischen Stil oder im Mittelalterstil. Ich bin da einfach flexibel. Du bist ein riesen Harry Potter-Fan und das seit seiner ersten Stunde. Du hast wunderschöne Kulissen gebaut. Wir haben am Anfang auch im Intro die große Halle gezeigt. Wirst du vielleicht eines Tages auch dazu ein Video hochladen? Mein allererstes Sims-Video war ein Video im Harry Potter-Stil. Das gab es damals auf meinem Video zu sehen, aber das existiert zum Glück nicht mehr. Es kann durchaus sein, dass ich nochmal irgendwas in die Richtung hochlade, weil ich trotzdem auch neben Blauer Hortensien und all den anderen Sachen, die ich so mache, unglaublich gerne Hogwarts baue. Das werden sich jetzt sicher viele fragen. Wie ist denn Pila Lucasai eingerichtet? Wenn man die Häuser meiner Sims kennt, dann kann man sich auch gut vorstellen, wie ich selber eingerichtet bin. Es ist nicht so, dass ich nur die Möbel in Sims benutze, sondern das ist auch grundsätzlich der Stil, den ich in meinem wahren Leben bevorzuge. Mit Kunst kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, ich habe aber ein Lieblingsbild. Das ist der Jerresregen von irgendeinem französischen Maler, dessen Name ich mit Sicherheit falsch aussprechen würde und deswegen lasse ich es auch. Im Großen und Ganzen bei meiner Einrichtung lege ich einfach auf Perfektion und Harmonie Wert, egal ob bei den Farben oder bei den Formen. Der Gesamteindruck und das Endergebnis müssen einfach perfekt und harmonisch sein. Du bist im letzten Sommer umgezogen und ich freue mich, dass es trotzdem gelungen ist, dich hier in der Talkshow zu haben. Hast du dich schon eingelebt und würdest du unseren Zuschauer verraten, wohin du gezogen bist? Wie waren die ersten Wochen und welchen Eindruck hast du von deiner neuen Umgebung? Ich habe mehr als einen einfachen Umzug hinter mir. Ich habe Deutschland verlassen, um meinem Traum, meine Sims-Häuser irgendwann in der Realität sehen zu können, in die Vereinigten Staaten gezogen. Und ich denke schon, dass ich mich so ein bisschen eingelebt habe, aber natürlich, das ist der komplette Gegensatz von Deutschland. Es war ein absoluter Kulturschock, als ich dann hier drüben angekommen bin, weil alles ganz anders ist. Aber Gott sei Dank bis jetzt noch im positiven Sinne und ich habe noch viel zu entdecken und noch verdammt viel zu lernen. Jetzt zum Thema Kulissenbau. Das war übrigens auch eine Publikumsfrage. Manche Zuschauer wissen nicht, dass Filmsets anders gebaut werden und wie sowas aussieht. Wenn man zum Beispiel drehen möchte, dass die Sims in einem Starbucks sitzen und einen Kaffee schlürfen und danach rüberlaufen in den H&M und ein bisschen einkaufen gehen, möchte man meistens den Leuten das Gefühl übermitteln, dass die Sims sich in einer Stadt befinden. Deswegen habe ich eine Kulisse gebaut, in der man aus jedem Winkel einfach immer die Stadt sieht und man immer das Gefühl hat, die Sims befinden sich in einer Stadt. Sowas gibt es bei den Sims aber nicht. Man würde, egal wohin man guckt, man würde im Hintergrund immer die Nachbarschaft oder den Himmel oder die anderen Gebäude sehen. Deswegen habe ich davon eine Kulisse gebaut, damit man von keinem Winkel, aus dem man dann in dieser Einkaufsstraße filmt, die Nachbarschaft sehen kann. Die andere, wie unter anderem auch der Pool, sind Kulissen, weil das Gebäude vom Inneren her im Film einfach viel zu groß ist und man hätte es einfach niemals hingekriegt, das alles auf einem Grundstück zu bauen, ohne quetschen zu müssen. Deswegen habe ich viele kleine Kulissen gebaut, wo auch dann der PC meiner Meinung nach einfach besser läuft, weil er dann nicht hängt, wenn das Grundstück so überladen ist und man kann so auch Abstürze von Sims vorbeugen. Ja, die Übertragungszeit ist jetzt leider vorbei. Vielen Dank nochmal an Pila Lucasai. Jetzt kommt nochmal ein kleiner Ausschnitt aus seiner nächsten Serie. Und dann geht's weiter mit dem Talk im Studio. We'll be right back.
Philco. Einige deiner Fans schreiben, ey, der klingt ja wie Sora von Kingdom Hearts. Fühlst du dich da geschmeichelt oder hört man das als Sprecher gar nicht so gern, du klingst wie so und so? Selbstverständlich fühle ich mich da geschmeichelt. Der Gute hat eine coole Stimme und, natürlich, man hört das im Grunde gern, wenn man mit jemandem verglichen wird, der eine schöne Stimme hat. Ist doch klar. Perfect Kirby gehört ebenfalls zu einem deiner bevorzugten Karas auf deinem Channel. Oder sagen wir lieber, auf dem Gemeinschaftschannel mit Shadow. Da stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien suchst du Videos aus, die du dummen möchtest? Das ist eine gute Frage. Und es gibt eine gute Antwort. Nur kenne ich sie nicht. Nein, wirklich. Es gibt eigentlich keine Kriterien. Das Kriterium, wenn es eins gibt, dann ist es, uns gefällt ein Video, wir sagen, hey, das ist cool, das wollen wir machen, dann machen wir es. Um unsere Videos zu suchen, benutzen wir YouTube oder Newgrounds, DeviantArt oder was weiß ich, was es alles gibt. Und ja, aber auch das Fernsehen inspiriert uns. Ich meine, wir kennen alle Family Guy und über Family Guy sind wir irgendwie auf Seth MacFarlanes Cavalcade of Comedy gekommen. Ja, und da haben wir da Szenen genommen, die nebenbei super lustig sind und höchstwahrscheinlich nie nach Deutschland kommen werden. Deswegen, ja, machen wir das inoffiziell. Also, wir haben nur ein Kriterium. Uns gefällt etwas, wir sprechen es. Nach welchen Kriterien ich die Videos aussuche, das ist, naja, einerseits, wie viel Aufwand es ist und wie viel Zeit ich habe, das ist natürlich, wenn es ein 10-Minuten-Clip ist, kann ich den nicht irgendwie unter der Woche einfach mal so zusammenbasteln. Dann suche ich mir den danach aus, ob ich halt selbst das Video natürlich lustig finde, ob ich mich selbst dafür interessiere. Und dann überlege ich mir noch, wie die Leute darauf reagieren könnten. Und, naja, Videos, die jetzt beim Publikum besonders beliebt sind. Ich weiß ja nicht vorher, was beim Publikum besonders beliebt ist, deswegen. Nee, eher nicht. Animierte Zeichnungen, Animes, Machinimas, Szenen aus Film und Fernsehen. Was davon dubbt ihr am liebsten? Und seht ihr da irgendwelche Vor- und Nachteile? Ach, weißt du, Jacke wie Hose. Im Endeffekt stehe ich vorm Mikrofon und kann mich ausleben. Mehr möchte ich auch gar nicht. Ob das nun Animes, Machinimas oder was weiß ich was ist. Solange der Spaß bleibt, ist mir das relativ schnuppe und Spaß habe ich bei der ganzen Sache. Am liebsten, das kommt auch gerade drauf an, auf meine Stimmung an. Mal habe ich Bock auf Animes, mal habe ich Bock auf Animation. Das kommt drauf an, wenn ich Animes mache, dann sind es meistens ernste Sachen. Bei Animation, ja, da bin ich ein bisschen, ich würde sagen, da habe ich gerade so eine durchgeknallte Phase. Da bin ich durchgeknallter als jede Hure, wenn ich sowas mache. Und, ja, und diese Sims-Sachen, das ist natürlich einfach, das mache ich auch sehr gerne, weil ich kann da mich einfach so frei entfalten. Ich habe jetzt nichts, wo ich sagen muss, hey, darauf musst du jetzt passend synchron sein und du musst den Charakter jetzt so und so machen. Das ist meine eigene Interpretation und das finde ich sehr gut. Also ich mache eigentlich alles gleich gerne. Das kommt immer auf meine Stimmung an. Wenn du dich in eine Figur richtig gut hineinversetzen kannst, dann macht es dir auch Spaß, sie zu sprechen und es klingt auch besser. Wenn du dich in eine Figur nicht so gut reinversetzen kannst, dann klingt es logischerweise auch nicht so gut. Aber du musst als Sprecher natürlich darauf achten, dass du eben über reinpasst. Schauspielerei ist einfach so. Und es ist, naja, es ist einfach schwer, wenn du irgendeine Figur hast, die du überhaupt nicht leiden kannst, ob du jetzt sprechen sollst, sich dann richtig reinzuversetzen. Es ist einfach, du musst dich versuchen, hineinzuversetzen. Und wenn ich zum Beispiel nicht gut drauf bin oder einfach keine Lust habe, dann ist es auch voll schwer für mich, irgendjemand zu sprechen, der glücklich ist oder so. Aber naja, die eigentliche größte Schwierigkeit beim Dubben ist, das Reinversetzen und das anders sprechen, wenn du zum Beispiel irgendeinen komischen Akzent machen musst und dann sprichst du diesen Akzent und irgendwann vergisst du diesen Akzent zu machen. Das Reinversetzen ist die größte Schwierigkeit. Wenn die deutschen Dubs, wenn die deutschen Machinimas jemand synchronisieren will, dann bin ich das Original.
Ja, das ist schon ziemlich cool. Und es ist eine größere Herausforderung. Man hat wirklich keine Vorlage. Man muss sich wirklich selber reinversetzen und von 0 auf 100 drauf sprechen. Das ist schon eine gewisse Herausforderung und das gefällt mir irgendwo. Ein großer Teil der Sims Talk Show Zuschauer macht selbst Maschinimas. Da stellt sich jetzt sicher die Frage, wann sprecht ihr bei einem Sims Video mit und wann nicht? Es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwelche Dubs sage, da spreche ich nicht mit und da spreche ich mit. Ich spreche immer da mit, wenn ich gebraucht werde und wenn ich helfen kann, dann spreche ich gerne mit. Es ist halt nur, ich denke mir, wenn mich irgendjemand fragt, ja, kannst du bei uns mitsprechen und ich soll dann, wie gesagt, so eine ganz hohe sprechen, dann mache ich das zwar, aber ich sage dann immer wieder, es tut mir leid, weil ich einfach nicht so gut sprechen kann und dann habe ich immer Angst, dass ich die Erwartungen nicht erfülle, die die Leute an mich haben. Aber wie gesagt, ich suche mir eigentlich nichts so diskret aus, also da spreche ich nicht mit und da spreche ich mit, sondern wenn mich jemand fragt, dann freue ich mich und dann spreche ich da mit. Was für mich entscheidend ist? Gute Frage. Keine Ahnung. im Grunde sag ich, naja, okay, ihr müsst einen einigermaßen akzeptablen Channel haben, eure Videos müssen irgendwas aussagen, sie dürfen keine Nonsense-Videos sein und wenn mir eure Videos gefallen, dann spreche ich da auch gerne mit in Zukunft. Allerdings hat es auch zeitlich bei mir etwas zu tun. Das heißt, im Moment arbeite ich viel, die Arbeit laugt mich eigentlich ganz schön aus. Ich komme sowieso hier zu Hause kaum noch zum Sprechen. Ja, und wenn ich euch absage, dann an alle, die mich in ihren Sims, Machinimas oder Animationen oder in ihren Synchros haben wollen, falls ich euch abgesagt habe, tut's mir leid, aber es ist wirklich zeitlich im Moment sehr, sehr schwer, da irgendwas reinzukriegen. Ich meine, Titus Linde versteht das gerade, oder? Ja. Nein, aber normalerweise mache ich gerne mit. Und wenn ich Zeit habe und ihr gefällt mir, dann mache ich da gerne mit. Kein Problem. Welche Projekte sind als nächstes geplant? Und wird es auch gemeinsame Projekte mit Chilko und Saoru geben? Ob es einige gemeinsame Projekte mit Chilko geben wird. Dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich sag jetzt mal einfach ja, weil wir haben uns abgesprochen, dass wir... Also ich sag einfach mal ja. Vielleicht sollte man das ihn auch fragen. Bevor jetzt wieder Leute kommen, die dann... Ach, egal. Es wird definitiv Synchros mit uns geben. Wann und welche das sein werden, habe ich keine Ahnung. Überhaupt nicht. Aber es wird definitiv welche geben. Okay, ihr könnt das wohl noch nicht konkret beantworten, aber ich? Denn bei Titus Linde werdet ihr alle drei in der neuen Reihe und was mich am Leben hält, zu hören sein. Und wie sieht's bei dir aus, Kaya? Auf jeden Fall mache ich die Geisha weiter, den Fanread. Fanreads in allgemein mit Freunden will ich noch machen, habe ich viel geplant. Dann habe ich mit Sayuri 23 dieses Projekt Lovecom Dub, was wir unbedingt weitermachen, wo wir einen Anime auf Deutsch synchronisieren. Wir sind jetzt bei Folge 6 und es dauert, aber es, finde ich, lohnt sich. Dann will ich viel singen und ja, wie gesagt, je nach Lust und Laune mache ich dann dies oder das hin und wieder, wenn ich irgendwas einschieben kann. Dann mache ich das. Ja. Sicher hat der eine oder andere Zuschauer auch schon mit dem Gedanken gespielt, selbst zu dubben. Habt ihr da ein paar Tipps? Auch in Bezug auf Mikro und die Software für die Aufnahmen? Ich benutze das T-Bone SC450 und mache meine Aufnahmen generell mit Sony Vegas 8. Als Aufnahmeprogramm benutzen wir Magix Video und als Bearbeitungsprogramm dasselbe.
Das ist ein echt cooles Programm, kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Da kann man Video und Audio super mitschneiden. Und, ja, mehr braucht man eigentlich nicht. Das ist cool. Und ein paar Tipps für Leute, die schon, lasst euch nicht unterkriegen. Ich sag's euch ganz ehrlich, oder ich sag's ganz ehrlich, also, ihr solltet nicht so viel Wert drauf legen, was andere dazu sagen, was ihr macht. Ihr solltet natürlich eine Qualität hervorbringen, aber ihr solltet euch nicht unterkriegen lassen. Von Leuten, die euch vielleicht nicht mögen. Das hat meistens gar nichts mit eurer Arbeit zu tun, weil, ich sag's jetzt frei heraus, auch wenn ich mich damit jetzt eigentlich selbst fertig mache, aber Dabber sind schon eine ziemlich krasse Clique, weil, was heißt Clique? Szene einfach, es ist ja eine Szene, wenn ich das so jetzt sagen darf, bevor ich gehatet werde, weil da kann es schon sein, wenn man jemanden nicht mag, dass man die Videos dann einfach runtermacht, obwohl die Videos eigentlich gut sind, und das weiß man tief im Inneren, in eurem Herzen, falls ihr denn eins habt, weiß man das auch. Also lasst euch einfach nicht unterkriegen. Wir werden hier sicher noch eine Weile sitzen und plaudern. Aber die Sendezeit ist vorbei. Wir bedanken uns bei unseren Gästen fürs Kommen, bei den Zuschauern fürs Einschalten. Wir hoffen, es war unterhaltsam und ein gelungener Auftakt für das Jahr 2012. Das wäre auch das Stichwort. Wir wünschen allen ein wunderschönes neues Jahr. Mit willkommenen Überraschungen. Gesundheit. Erfolg. Guten Ideen. Jeder Menge Spaß. Zusammen mit der Familie. Mit Freunden und natürlich mit uns.